Hallo, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Business AM am Mittwoch. Die USA haben erste Maßnahmen gegen die hohen Öl- und Spritpreise ergriffen. Gegen den Willen von US-Präsident George W. Bush hat der Kongress in der Nacht beschlossen, die strategischen Ölreserven bis zum Jahresende nicht weiter aufzustocken. Die rund 70.000 Barrel täglich sollten stattdessen auf den Markt gebracht werden, um eine Preissenkung zu bewirken, hieß es in Washington. Zuvor hatte es Bush mehrfach abgelehnt, die Ölreserven selbst freizugeben. Gestern hatte WTI Leichtöl in New York ein Rekordhoch von 126 US-Dollar 98 markiert, trotz sinkender Nachfrage und eines pessimistischen Ausblicks der Internationalen Energieagentur. Kein Wunder, dass Bullen und Bären heftig streiten. Die einen halten die hohen Notierungen fundamental für gerechtfertigt und verweisen auf den Durst der Schwellenländer und sehen im Öl einen vermeintlich sicheren Anlagehafen. Die anderen sprechen von der Mutter aller Blasen, die in den kommenden Wochen platzen werde. An der Spitze des Chipkonzerns Infineon bahnt sich ein regelrechter Showdown an. Auf der einen Seite Vorstandschef Wolfgang Ziebart, auf der anderen Aufsichtsratsboss Max-Dietrich Kley. Nach FDD-Informationen wird es im Streit um die künftige Strategie in den kommenden Tagen ein Krisengespräch geben. Im Fokus stehen vor allem die Milliardenabschreibungen für die Speicherchip-Tochter Qimonda und der massiv gefallene Aktienkurs. Dass Kley bereits nach einem Ziebart-Nachfolger suchte, brachte das Fass nun zum Überlaufen. Sollte sich der Aufsichtsratsboss durchsetzen, dürften Infineon drastische Einschnitte bevorstehen. Beobachter rechnen damit, dass Ziebart seinen Hut nehmen und Infineon mit einem anderen Chipkonzern fusionieren wird. Erste Gespräche zwischen Kley und dem Finanzinvestor KKR, der die frühere Halbleitersparte von Philips kontrolliert, hat es bereits gegeben. Zusammen beschäftigen die Unternehmen rund 67.000 Mitarbeiter. Im Kampf um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat Hillary Clinton in West Virginia, wie erwartet, einen klaren Sieg eingefahren. Die ehemalige First Lady kommt ersten Auszählungen zufolge auf 61% der Stimmen, ihr Kontrahent Barack Obama nur auf 31. Dem ist die Nominierung allerdings kaum noch zu nehmen. Clinton gab sich dennoch kämpferisch. 2 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in China steigt die Zahl der Toten weiter an. Inzwischen befürchtet Peking 15.000 Todesopfer und noch immer werden Tausende vermisst. Deutschland hat Hilfe angeboten und zunächst 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die EU-Finanzminister nehmen hohe Managergehälter ins Visier. Jean-Claude Juncker sprach in Brüssel von skandalösen Tendenzen, vor allem bei Abfindungen. Die meisten Länder erwägen danach steuerliche Gegenmaßnahmen. So könnte die Absetzbarkeit eingeschränkt werden. Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende Clement hat Parteichef Beck scharf kritisiert. Die SPD habe unter Becks Führung eine große Chance verspielt, die Reformkraft Deutschlands zu sein, sagte Clement dem Kölner Stadtanzeiger. Die Partei fahre einen unökonomischen und die Gegebenheiten der Welt ignorierenden Kurs. MySpace hat die bislang größte Entschädigung wegen Spam-Mails erstritten. Laut AP wurden der Internetplattform von einem US-Gericht 234 Millionen US-Dollar zugesprochen. Zu den Verurteilten zählen 2 der weltweit bekanntesten Spammer. Unternehmer hoffen nun auf eine abschreckende Wirkung. Die Börsen halten sich beachtlich und das, obwohl die schlechten Nachrichten ja nicht abreißen. Da ist der hohe Ölpreis. Dann US-Notenbankchef Bernanke, der die Kreditkrise noch nicht überstanden sieht. Und andere Notenbanker warnen angesichts der Inflation vor steigenden Leitzinsen in den USA. Ja, und dann gab es in der Nacht noch Unternehmensdaten, unter anderem von Applied Materials. Der Chip-Ausrüster schwächelt wie erwartet, liegt aber damit ungefähr in Line. Und Electronic Arts präsentierte ebenfalls schwache Daten, die aber insgesamt besser ausfielen als befürchtet. Hier die Börsendaten. Der Dow Jones fällt um 0,3% auf 12.832 Punkte. Der Nikkei bewegt sich kaum von der Stelle heute Morgen und notiert bei 13.958 Zählern. Der DAX gewinnt 0,3% auf 7.060 Punkte.
Und der Euro, der notiert leichter bei einem US-Dollar 54,53. Kanzlerin Merkel wird zum Auftakt ihrer Lateinamerika-Reise in Brasilien erwartet. Außenminister Steinmeier trifft in Jekaterinburg mit seinem Amtskollegen Lavrov und wenig später in Moskau mit Neupräsident Medvedev zusammen. Das Düsseldorfer Landgericht entscheidet, ob eine Schadensersatzklage von Opfern des sogenannten Zementkartells zulässig ist. Und Zahlen gibt es natürlich auch noch, unter anderem von Bilfinger, Berger, Stadler, E.ON, ThyssenKrupp, der Deutschen Post, Sony, Telefonica und so weiter und so weiter. Auch heute erwartet uns also ein spannender Börsentag. Das war es für heute mit Business AM. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen um 7 wieder dabei wären. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen und einen erfolgreichen Tag. Tschüss.